schon lange nicht mehr gesehen, ich weiss. Ja, heute machen wir wieder mal Q&A. Haben wir so etwas gehen? Schauen wir mal. Gib mir Jackpot. Fuck that shit, bro. Warte, ich hol mir schnell Wasser. Was ist dein Type bei Frauen, wenn sie kochen kann? Verstehst du, was ich meine? Weil ich kann gar nicht kochen. Was ich machen kann, ist Eier, Rührei, Spaghetti. Wenn du ein Rapper wärst, was wäre dein Name? Ich glaube, ich würde Lil B heißen. Lil B! In the house! Ich bin da Video am Aufnehmen. Verstehst du, was bin ich am Aufnehmen? Ich habe Wasser von einem Budget. Ich weine. Spass, es ist Wasser. Du Schweine! Stupid! Wir wissen, glaube ich, alle, warum ich nicht Rapper-Karriere angefangen habe. Spielt Schmuck eine Rolle von der Aktivität? Charakter ist das, was zählt, Bro. Und wie du redest und wie du dich gibst. Lönnt einen Daumen nach oben da. Lönnt einen fucking Daumen da! Sie sagt es ja auch schon! Umfang von Eier. Ich habe es da. Und ich tue gerne deine Frage klären. Und ja, wir respektieren jede Frage. Respektieren. Genau 14 ist Umfang von mir. Hast du schon mal gejaxt? Auf Fußbild. Ich weiss nicht, was man an Füßen gut finden sollte. Klar, okay, ein Fuß ist einfach da. Ich frage mich, was treibt dich dazu, zum auf den Fuß sich geil machen? Ich verstehe das bis heute nicht, das Phänomen. Seit wann machst du Social Media? In der Corona-Zeit eigentlich gerade, weil dort ist mir extrem langweilig geworden und ich habe einfach nicht gewusst, Behat, was machst du mit deinem Leben? Ich zeig dir kurz schnell, wie mein Leben war, bevor Social Media. Bro, letztens, Bro, die Naruto-Folge. Auf jeden Fall war das so ein bisschen der Lifestyle von meinem Leben. Das ist jetzt nur, sind jetzt nur ein paar Ausschnitte gewesen. I'm happy und ich habe Spass daran. Und ich enjoy es. Und ich hoffe, du enjoyst es auch. Und wenn nicht, dann fick dich ins Knie und verpiss dich von da. Beziehungsweise da. Weil da ist eigentlich Fenster und da wäre ja Tür, oder? Wrist-Tipps. Das erste, was du machst, ist Augenkontakt. Wenn der Augenkontakt stattgefunden hat, fängst du vielleicht ein bisschen an lächeln. Wenn sie auch lächelt oder er, Bro, dann hast du eigentlich alles schon richtig gemacht. Versuch gar nicht so mit Anmachsprüchen oder so. Bro, lass das liegen. Einfach wie früher, im Mittelalterzeiten, Bro. Ganz normal. Keiner ist gekommen und hat Anmachsprüche gebracht. Verstehst du, was ich meine? 5 Jahre lang jeden Monat 7'000 Franken. Oder 300'000 sofort, aber 3 Jahre lang nicht in der Schweiz leben. 12 Monate mal 5 sind 60 Monate. 60 mal 7'000. 420'000. 420. Ich würde sagen, 5 Jahre lang jeden Monat 7'000 Franken. Mac oder BK? Ganz klar McDonald's. Wer auch immer sagt, Burger King ist besser, nimm deine Beine in die Hand und verreiss. Was treibt dich im Leben an? Ich würde sagen, mein Herz. Was ist dein Traumauto? Jemals einen Job gehabt? Wenn ja, was für eine Ausbildung hast du gemacht? Einen Job nicht, aber einen Blowjob. Das habe ich gehabt. Was macht man gegen Hunger? Wenn zwei Gedankenleser sich gegenseitig Gedanken lesen, wem seine Gedanken lesen sie dann? Sie lesen den Gedanken vom jeweiligen Gedankenleser, wie sie dem anderen seine Gedanken lesen. Und das ist ein Zyklus, wie sich gegenseitig Gedanken lesen und dadurch nur noch eigentlich Gedanken gelesen werden gegenseitig von Gedankenleser. Wenn etwas an der heutigen Jugend ändern könntest, was wär's? Respekt. Ich habe das Gefühl, die heutige Jugend hat viel weniger Hemmungen und viel weniger Respekt gegenüber älteren Leuten. Lieblingsessen? Niasch. Ich finde Niasch ist recht fein. Date? Fragezeichen. Heute ist der 10. August 2023. Und damit beenden wir das Video. Ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Video wieder. Abonniere den Kanal, wenn du nichts verpassen willst. Und ja.